Den ersten ÖBB City Chat der Öffentlichkeit vorgestellt. Und dieser neue Zug wird ein Meilenstein sein, was den Komfort im Landregionalverkehr angeht. Und das muss er auch sein, denn wir wollen unserer strategischen Zielsetzung gerecht werden, die vonstatten geht. Und es geht jetzt darum, in der Folge 32.000 Sitze in unseren Zügen zu verbessern, an den Kopfstützen, an den Armlehnen, den Sitzpolstern an den Rücken lehnen. Das wollen wir richtig machen. Daher holen wir die Meinung unserer Fahrgäste ein. Wir haben dafür 10 Millionen budgetiert für die nächsten 4 Jahre. Und heute wollen wir Ihnen diese beiden Sitzkopfstützen vorstellen. Natürlich eine verbesserte Kopfstütze angebracht. Wir haben Armlehnen angebracht. Wir haben jetzt den Neigungswinkel der Sitzlehne, soweit das eben möglich war, noch verbessert. Sie sehen hier zum Vergleich den Bestandssitz. Und Sie sehen, dass hier also die Lehne oben noch eine Stärke von etwas mehr als 2 cm hat. Die haben wir hier zurückgenommen, damit wir einen flacheren Winkel zustande bringen. Wir haben den Polster verbessert, die Rückenlehne. Und es sind 1, 2, 3 verschiedene Ausführungen, wozu wir dann die Meinung der Fahrgäste einholen. Zweimal, damit man also parallel testen kann. Wir haben es begleitet durch einen Mitarbeiter von Gallup, um also eine korrekte Stichprobe zu erzielen.